Let's go, würde ich sagen. Wir sind heute bei unserer vierten Folge von Say Less, würde ich sagen. Genau. Heute mit einem Special, Special Gast, Ismail Jakobs am Start. Herzlich willkommen. Herzlich Dankeschön. willkommen. Stell dich mal ein bisschen selber vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen oder was auch immer. Ja, ich bin Iso, 23, geboren in Köln, wohne mittlerweile und spiele in Monaco und Ja, geil. Also, ich muss sagen, ich bin sehr stolz, heute den Podcast mit dir zu machen. Eine sehr, 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 sehr wichtige Person in meinem Leben. Darauf werden wir auch am Ende des Tages eingehen, würde ich sagen. Und es ist auch die erste Person, wo wir sagen können, ein Fußballprofi ist heute mit am Start. Ist wahrscheinlich früher gekommen, als ihr gedacht habt. Ne, Jack, was sagst du? Ja, also wir sind auf jeden Fall happy, dass du der erste Gast bist bei uns, Fußballer. Auf jeden Fall. Ja, du kannst ja mal gleich anfangen. Also ihr zwei seid ja sehr, sehr gute Freunde, ne? Ja, also ich glaube, das ist auch eine sehr lange Story, würde ich sagen, wie wir uns kennengelernt haben, weil es eigentlich so auch gefühlt zwei Storys sind. Boah, wann war das? Das war dieses Fußballcamp. Also das ist das Erste, an was ich mich so erinnern Ja, kann. es war, wie alt Ich waren wir? weiß Da aber gar waren nicht. wir 7 und 8, glaube ich. Ich war 8, er war 7. Und da waren wir auf so einem Fußballcamp. Was war das in Köln? Ja, in Köln. Tags Und für Tags Fußball geführt, spielen? genau. Da war mein Vater immer Camptrainer. Ja. Und ja, da habe ich Iso und seinen großen Bruder kennengelernt, David. Und da waren wir eigentlich am Ende des Tages sehr gut befreundet schon. Haben halt dieses Camp durchgespielt, so kennst du ja doch, ne? Wenn du so kleine Kinder dann so in den Sommerferien einfach so ein Camp trainieren und dann so ein bisschen essen in der Mittagspause, Training, Essen, am nächsten Tag siehst du dich wieder. Und ja, dann irgendwann, boah, ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe, aber das war so ungefähr, ne? Irgendwann bin ich ja dann in die Schweiz gezogen und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann so mit 13, 14 kam dann wieder so der richtige Kontakt, wie wir uns dann wieder kennengelernt haben. Und dann, ja. Also richtig dicke sind wir geworden, so mit, ich würde sagen, wo ich 16 war. Ja, 16, 17, ja. 16, 17 dann nochmal so, kam nochmal so ein richtiger Warst du Cut. mit 16 gespielt? Bei Köln schon, Ja, oder? Ich bin mit 12. Mit 12 bin ich ja zum FC gewechselt. ja. Und dann mit 16, 17, ja, da war ich in Aachen, glaube ich, ne? Ja, da bist du in Köln zur Schule Hast du gegangen. nicht bei Fortuna gespielt? Nee, da war ich noch in Aachen. Okay. Und dann haben uns da wieder richtig kennengelernt. Dann sind wir immer so zusammen Fußball spielen gegangen. So diese ganzen Faxen, die man dann als kleiner Junge gemacht hat, so als Teenager, würde ich sagen. Und dann, boah, Alter, da sind so viele Geschichten, aber ich glaube, auf die müssen wir auf jeden Fall tiefer eingehen. So wie das dann alles so passiert ist, wie es dann am Ende des Tages dazu so gekommen ist, dass so, ne, dass wir wie Familie sind oder auch Familie ist. Und ja, da sind so viele Geschichten. Ich weiß nicht, also wir haben so viele Anekdoten, ich kann nicht sagen, wir würden jetzt hier 4 Stunden drüber reden. So, aber ich glaube, mit so Kleinigkeiten wie, boah, wir haben dann früh angefangen, Fußball zu spielen miteinander. Wir sind dann irgendwie, haben wir dann mal Faxen gemacht, dann sind wir auf die ersten kleinen, wie nennt man das, 16er-Partys oder so gegangen, so damals noch. Und irgendwann wurde das halt immer so wie so ein Tech-Team, weißt du? Lustiger Fun-Fact ist halt auch, dass wir genau ein Jahr Unterschied haben. Also ich habe am 16.8. Geburtstag und er am 17.8. Er ist aber ein Jahr jünger als ich. Was bist du? 98? Nee, 99? 99. 99. Ich war Genau, 98. ich bin 98. Und ja, dann haben wir halt auch oft gegeneinander gespielt. Und der Weg hat sich dann immer gekreuzt, so auch im Fußball. Das heißt, dann hatten wir halt dieselbe Passion, also dieselbe Leidenschaft. Das war der Fußball, der uns verbunden hat. Und einfach auch freizeittechnisch waren wir immer auf einer Wellenlänge, was das angeht, so. Und wir haben halt so, wir sind sehr ähnlich, aber ich würde auch sagen, sehr unterschiedlich auch, ne? Dazu kannst du ja ein paar Sachen so sagen, so. Ich glaube, unterschiedlicher geht fast gar nicht so. Also, Ja. ich weiß nicht. Also, wir sind, obwohl wir selbe Sternzeichen haben, Bruder, wir sind so unterschiedlich, glaube ich, in so Verhalten und was weiß ich so. Ich glaube, ich bin eher so der ruhigere, der freundlichere, sage ich jetzt mal. Was soll das jetzt Weiß ganz genau, über was ich rede. heißen? Ich bin auch freundlich. Nee, aber das ist halt so, Iso ist halt mehr so der, sag ich mal, offenere Mensch. Wie nennt man das auch so in Deutschland? So, everybody's darling. Das kann man sehr gut beschreiben, würde ich sagen. So Musterschwiegersohn, so.
Ich bin auch schon so Musterschwiegersohn, aber auf eine ganz andere Art und Weise, so, weißt du? Mhm. Also allein so auch vom Aussehen und so alles, ich weiß nicht, es gibt so viele Unterschiede. So generell, so wie was für Denkweisen wir haben. Am Ende des Tages haben wir trotzdem noch dieselbe Denkweise, sag ich mal, am Ende des Tages. Aber wie wir dann zu diesen Ergebnissen kommen, ist dann bei uns auch schon mal sehr, sehr, sehr unterschiedlich. So. Also dazu muss man so sagen, so auch dadurch, dass wir halt immer so in derselben so, ne, Situation waren im Fußball und so. Ja, beim FC damals, ich habe da in Aachen gespielt, dann bin ich halt zu Fortuna Köln gewechselt. So Iso war so ein, wie soll man das beschreiben, so ein Lauftalent, so war immer schnell und so. Also als er seine X-Beine wegbekommen hat, war er sehr, sehr schnell. Und ich war eher so der langsamere Spieler, weißt du? Mhm. So ich war Zentrumspieler, er war Außenspieler. Mhm. So, und Iso war auch sehr, sehr lange klein. Ja. Ich bin dann ein bisschen früher als er gewachsen und auch auf dem Platz eigentlich komplett unterschiedliche Spieler. Aber so, ich glaube halt, diese Gegensätze haben dann sozusagen das dazu gebracht, dass wir einfach so gut miteinander können. Ich kann mich auch an keinen wirklichen Streit erinnern, so, ne? So, kein großes. Kein großes. Also schon, wir haben uns schon so oft, sehr oft so auch abgefuckt und so. Ist ja klar, wenn du dann irgendwann so viel aufeinander hängst. Mhm. Aber nicht, wo ich sagen kann, boah, ey, jetzt hatten wir irgendwie länger keinen Kontakt oder so. Ja. Also es ist auch schon, boah, wenn ich jetzt so gucke, so ich glaube, seit, jetzt sind wir jetzt 24, 23, seit 6 Jahren würde ich nicht sagen, dass wir da irgendeine Periode hatten, wo wir eine Woche keinen Kontakt hatten. Ja. Und ja, das ist vor allem eine tragende Rolle, hat es auch gespielt, sag ich mal, als wie ich in der ersten Folge erzählt habe, als ich aus Halberstadt zurückgekommen bin, nach Köln, war auch er und seine Mutter und seine Familie auch eine sehr, 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 sehr tragende Rolle in meinem Leben. Mhm. Da bin ich ja nach Koblenz gegangen und dann kam ja die Corona-Zeit. Und in der Corona-Zeit war das dann so, dass wir dann halt kein Training hatten. Er hatte dann da war der schon Profi beim FC. Also ich überspringe jetzt extrem viel, aber ich glaube, über diese Details reden wir dann auch noch im Laufe des Gesprächs. Mhm. Und ja, dann haben wir, in der Zeit sind wir dann, wie war das denn dann? Ich kann das mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Deine so. Familie hat in der Schweiz. Stimmt, genau, ja. Und dein Wohnsitz war, also du kamst aus Köln, alles von dir war eigentlich in Köln. Ja. Aber du hast zu dem Zeitpunkt halt in Koblenz gelebt. Genau. Das heißt, du musst immer pendeln und dann kam es halt dazu, dass du halt oft bei mir geschlafen hast und dann irgendwann, dass du sozusagen bei mir gewohnt hast und bei meiner Mama. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch zu Hause gelebt. Genau. Mhm. Das war dann zu der Zeit, ich glaube, es war in der zweiten Bundesliga-Saison, oder? Erste Bundesliga-Saison war das schon. War das noch? Corona war zweite. Ja, aber stimmt. Corona war zweite. Zweite Bundesliga-Saison. Und dann war das halt so, dass ich halt die ganze Zeit allein in Koblenz war. Meine Freunde alle hier waren. Mit ihm halt, ne, hauptsächlich, sag ich mal. Und dann haben wir irgendwann so gesagt, guck mal, ey, warum pendelst du jeden Tag? Du hast nicht mal mehr Training. Was willst du in Koblenz so? Mhm. Mein Bruder hat zu der Zeit nicht zu Hause gelebt, so richtig. Und dann war ein Zimmer frei. Ja. Und dann habe ich so eigentlich immer da gepennt. Ja, habe ich immer da gepennt. Und dann manchmal auch mit ihm. Ja, genau. Und dann manchmal kam auch der Bruder da nach Hause und dann haben wir halt zusammen auch auf einer Matratze in meinem Bett gepennt. So. Aber in was für Verhältnissen seid ihr aufgewachsen? So? Boah. Also wie meinst du, in was für Verhältnissen? Ja, arm, reich. Boah, also ich würde jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass jetzt so ein komplett armen Verhältnis, das wäre jetzt komplett unfair jetzt anderen Leuten gegenüber sozusagen so. Ja. Ich muss sagen, bei mir war halt schon krass so, man hat halt echt gemerkt, so wie meine Eltern sich immer mehr und mehr weiterentwickelt haben so. Mhm. Es hat angefangen, da bin ich aufgewachsen, da habe ich mit meiner Schwester noch in einem Zimmer gelebt. Dann sind wir irgendwann wieder umgezogen. Ich bin sehr, sehr, sehr oft umgezogen, muss ich auch dazu sagen. Und immer ging es dann sozusagen einen Schritt weiter so, ne? Dann wurde das erste getrennte Zimmer, dann wurde es irgendwann größere Zimmer, dann wurden es irgendwann noch größere Zimmer und dann sind die sozusagen immer weggezogen und durch den Fußball bin ich ja auch immer weg gewesen so. Mhm. Ja, und dann hatte ich halt sozusagen, war das für mich so wie so eine Zeit, da war ich so wie heimatslos, sag ich mal, ne? Und in der Zeit hat Isos Familie mir dann sozusagen wie eine zweite Familie gegeben, muss ich auch sagen, so wofür ich auch sehr, sehr, sehr dankbar bin. Und ich würde auch sagen, dass du jetzt auch nicht aus ärmlichen Verhältnissen rausgekommen bist, so, ne? Gutes Elternhaus, so, und würde schon sagen, so, dass wir auf jeden Fall glücklich sein können, wie es uns gegangen ist, so. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass wir jetzt mit dem goldenen Löffel aufgewachsen sind, so, würde ich jetzt auch nicht so, ne? Wir hatten schon, oder sag du mal was dazu. Ja, ich bin ja in Köln geboren, meine Eltern haben sich relativ früh getrennt und eigentlich habe ich die ganze Zeit mit meiner Mutter und meinem Bruder sozusagen in der Erfstadt dann gelebt, in einem Haus.
meine Mutter hat immer einen guten Job gehabt, also uns ging's, und mir und meinem Bruder hat eigentlich nie an irgendwas gefehlt. Mhm. Deswegen, ich kann mich über nichts beschweren. Also deswegen, ärmliche Verhältnisse sind es auf jeden Fall nicht so gewesen, so. Aber wir hatten trotzdem immer so diesen Bezug so auch in diese Realität halt, ne? Nicht so nur, dass wir so einfach nur Fußball gespielt haben und alles so, ne? Wir hatten auch noch viele Freunde, die auch andere Sachen gemacht haben, die einfach den schulischen Weg gegangen sind, ob sie jetzt eine Ausbildung machen oder ein Studium, ne? Auch die ganzen Erfstädter Jungs oder meine Jungs hier aus Köln oder Pulheim-Brauweiler, die Gegend. Ja, und dann kam es halt dazu, dass wir dann in der Corona-Zeit, also endgültig zusammengezogen sind wir eigentlich dann kurz vor Corona, ja. Iso war da, ja, hast du aber da schon Debüt gemacht? Ja, schon. Ja, das war zweites Jahr. Ich war ja, es kam ja der Cut, ja, wo die Pandemie ausgebrochen ist, und dann war ja Cut in der Bundesliga. Mhm. Und dann, wo es sozusagen wieder anfangen sollte, musste die ganze Bundesliga, alle Spieler mussten sich testen lassen. Mhm. Und dann war ich ja der erste Bundesligaspieler, der positiv war. Ja? Ja. Boah, das war eine richtig krank. Das war heftig damals. Das war eine heftige Zeit. Ich kann mich so gut erinnern, weil zu dem Zeitpunkt, das war halt so, man durfte nicht mit vielen Leuten sein, man durfte nicht so richtig rausgehen, was weiß ich. Und zu dem Zeitpunkt, Madu war bei mir zu Hause, noch ein Kollege war bei mir zu Hause, Jerome. Ja, stimmt. Und am Vortag haben wir alle den Test gemacht, mhm, und das Ergebnis kam halt am nächsten Tag, mhm, und wir sind immer lang wach, haben gezockt, was weiß ich, so, ja, haben gechillt, und am nächsten Morgen so, ich wach auf, ich gucke auf mein Handy, ich habe voll viele verpasste Anrufe und so, dann rufe ich zurück unseren Mannschaftsarzt, und dann sagt er, ja, wie geht's dir? Ich sag, ja, gut, selbst, und dann sagt er, ja, du bist positiv. Und ja, zu dem Zeitpunkt, so jetzt, wenn du Corona hast, so. Ja, ist normal. Kein Juck. Das war ein Schock. Aber das damals, war damals, ja, das war, keiner wusste, wie gehst du damit um? So, das war peinlich, den Nachbarn oder sowas. Es war dir peinlich. So, mit wem hast du vorher gechillt? Ja. Und wen hast du jetzt angesteckt? Und was weiß ich. Man hat sich voll die Gedanken gemacht. Und zu dem Zeitpunkt war es war halt so mit der Politik und so. Genau. Dürfen die Fußballer jetzt wieder anfangen, Fußball zu spielen? Ja. Obwohl, ja, die ganze Welt sozusagen stehen bleibt, so. Und dann hatte ich halt Corona, und ich hatte auch, in dem Moment hatte ich halt einfach Angst, so dass wegen mir jetzt, weil ich mich sozusagen so trotzdem mit Freunden getroffen habe oder was weiß ich, dass wegen mir die Bundesliga nicht wieder losgeht, weißt du. Und das waren so die Sorgen, die man hatte. Dann, weiß ich noch, bin ich runtergegangen zu meiner Mom und hab da gesagt, ja, ich bin positiv. Meine Mutter ist richtig gelassen eigentlich. Ja. Und, für sie war es nicht mal überraschend, weil sie halt gesehen hat, was ich so ganz halt treibe. Und ja, dann bin ich zu Madu rumgegangen. Die waren im Zimmer von meinem Bruder. Und dann meinte ich so zu denen, so, ja, Jungs, ich hab Corona. Aber dann weiß ich noch, dann bin ich zu Jerome nach Hause gefahren. Ja, warte. Yeah. Und dann hat meine Mom gesagt, so, ja, so, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ihr haut jetzt ganz schnell ab, nee, oder ihr bleibt hier und macht die Quarantäne mit uns. Mhm. Dann hat halt der eine Kollege von mir gesagt, ja, ich bin weg. Und Madu hat halt gesagt, ja, ich bleib hier. Es war dann noch so, dann kam deine Mutter zu mir und meinte, was dann war so, das für eine Zeit, Februar oder so, ne? Das ist ja da ausgebrochen, Februar. Nein, es war so Frühling. April. Ja. März, April, diese Zeit. Ich weiß nicht mehr genau. Es war kurz vor dem Bundesliga-Start, so, weißt du, das war ja so. Die haben dann wieder das war so, die hatten so Training wieder, so, dass sie wieder so eine Vorbereitung hatten, ja, man, für die Bundesliga. Vierergruppen oder so. Genau, ja, und dann war er hatte ja noch ein paar andere, die in seiner Mannschaft Corona hatten. Ja. Ich weiß auch nicht mehr wer, aber auch ein Physio war dabei oder so. Mhm. Und dann kam ja irgendwann so in die Zeitung und so. Mhm. Ne? Und dann stand da halt so, ja, ein paar FC-Spieler und so haben Corona. Und die Namen wurden noch nicht genannt. So, weißt du? Ja. Und als diese Namen noch nicht genannt wurden, Alter, mein Handy war am Brennen, so. Die sagen, ey, wer war das und so, weil die wussten halt, dass ich mit Iso so, ne? Die sagen, ey, wer war das? Wer hat denn Corona und so? Und ich denke mir so, Alter, ich habe einfach keinem mehr geantwortet, so, weißt du? Ich sag, keine Ahnung und so, ich weiß es nicht. Und dann, wie er gesagt hat, ist ja der andere Kollege, Jerome, ist ja dann abgehauen. Ich habe ihn dann nach Hause gefahren, nach Düsseldorf. Bin dann zurückgekommen und dann hatte ich mit seiner Mutter ein Gespräch, und dann hat sie mich gefragt, so, ey, Madu, sag, du kannst jetzt entweder nach Hause fahren oder du bleibst halt hier und wir machen die Quarantäne zusammen. Weil du musst dir vorstellen, am nächsten Tag mussten seine Mutter und ich mich testen lassen, auch beim FC damals, und wir beide waren negativ. So, das heißt, Iso war positiv,
die Mutter und ich waren negativ und wir, also ich sag dir ehrlich, wir haben alles miteinander so, ne, also wir waren, wir lagen die ganze Zeit so nebeneinander, mhm, haben aus denselben Flaschen getrunken und so. Wir lagen nebeneinander? Ja. No. Aber da wusstet ihr da schon, dass du positiv bist? Ja, ja, da wussten, ach, wir ja, das schon. Und das Ding ist, wir dachten uns halt, okay. Das ist so fake. Also ich dachte wirklich, ich hab das bis zum Ende durchgezogen. Gott sei Dank. Du weißt doch, Jerome, wie der dann, der hat extra noch aus meinem Glas getrunken. So. Ich hab so ein Brötchen gegessen. So, und Gott sei Dank hatte ich ja bis heute noch kein Corona. Und Iso hatte auch keine Symptome oder so. Also dem ging es ja die ganze Zeit gut. Und dann haben wir so gesagt, ey, das kann ja gar nicht sein so. Also wir waren die ganze Zeit aufeinander, ne? Und ja, also jetzt generell so im Haus so und keiner von uns hatte Corona außer Iso, weißt du? Und wir dachten uns so, das kann doch gar nicht sein. Wie geht das? Weil das war ja so damals, so, das wurde ja so dargestellt, wenn einer Corona hat und neben dir nur niest, so, dann hast du auch safe Corona oder so, weißt du? Mhm. Gefühlt. Und dann hatte keiner Corona, wir haben den Test gemacht und dann war halt die Frage so, ey, was willst du jetzt machen so? Willst du jetzt entweder nach Hause gehen und dann ja, zu Hause halt gesund sein so? Oder du bleibst jetzt halt mit Iso und wir machen jetzt die Quarantäne zusammen. Und dann sage ich ehrlich so, da habe ich auch so, habe ich kurz überlegt so und dann habe ich irgendwann so gesagt, haben wir so geredet, habe ich gesagt, weißt du was, Alter, scheiß drauf, Digga. Waren chillige 2 Wochen. Ja, ich habe so gesagt, so guck mal, entweder der kackt jetzt alleine richtig ab und macht sich jetzt die ganze Zeit Gedanken, so, weil es war ja wirklich so, ne, er hat sich wirklich auch Gedanken, du hast ja wirklich Gedanken gemacht, so, dass du jetzt vielleicht schuld bist daran, dass die Bundesliga nicht mehr weitergeht und das ja nicht vergessen, das war so nach der ersten Bundesliga-Saison von ihm. Und so, das, man hat ja viel vor in der nächsten Hälfte und so, so, dass man dann denkt, okay, komm, ich will jetzt weiterspielen, ich will weiter meinem Namen gerecht werden und so. Du hast halt viel vor, weil du darfst ja nicht vergessen, seine Karriere hat auch nicht so früh begonnen. Ist jetzt keine Musterprofi-Karriere, wie man es aus dem Lehrbuch kennt, sondern war halt, ne, eine ganz andere, sage ich mal, über diesen Plan B-Weg so, ne, gekommen, über die Regionalliga auch, über die U23. Und dann war für mich halt ganz schnell klar, so, weißt du was, ich lasse dich jetzt damit nicht alleine so. Und dann waren wir halt 2 Wochen wie im Knast, so, ne? Also, war halt wirklich 1:1 dieses Gefühl. So, du bist in Quarantäne, dann haben auch viele auch angerufen. Einer von denen, der angerufen hat, ist ein sehr, sehr, sehr guter Freund von uns jetzt, ne? Jannis. War ja mit der erste, Jannis Horn war mit der erste, der war der allererste Spieler, der Corona hatte. Im Profibereich. Genau. Ja. Aber so Jannis Horn und er, die waren bei Hannover, das waren mit die allerersten Spieler, die Corona hatten. Und wir kannten ihn ja noch gar nicht, ne? Ja, ich habe halt, wo ich zu den Profis gekommen bin, das erste Mal war ja Europa League. Ja, stimmt. Und da war Jannis so der so am korrektesten war. Seitdem hatte man so ein bisschen Kontakt. Ja. Aber nicht richtig. Wie war das bei euch im Club? So, was musstet ihr machen? So für Training und so? Musstet ihr jeden Tag Test machen und so? Oder? Am Anfang, ja, jeden Tag Schnelltest. Ja. Wo du hingekommen bist, jeden Tag Schnelltest. Das ging ja noch über Jahre. Ja. So auch am Anfang, wo ich bei Monaco war, hast du ja noch so... Ich glaube nicht jeden Tag. Immer diese Nase oder Rachen? Beides. Beides, jeden Tag. Am Anfang beim FC war jeden Tag, ja. Ja. Und dann haben diese Dinger da überall hingelegt und dann ist gewartet, bis dieses Ergebnis kam. Am Anfang war ja noch 15 Minuten. Mit dann hast du alles getrennte Kabinen und was weiß ich. So. Das ging nicht, ja. Es war sogar hat gefühlt so. Jetzt nicht mal aufgehört. Ich meine, jetzt, wenn jemand krank ist, das Erste, was die machen, ist immer noch Corona-Test. Es war ja sogar so, dass du nicht mal da duschst. Ihr durftet ja nicht mal duschen. Ja. War ja dann bei uns auch irgendwann, dann haben wir auch angefangen wieder mit dem Training und so. Und da durfte man noch nicht mal duschen, da musst du immer mit ungewaschenen Sachen, also ne, mit ungewaschenen, ungeduscht musst du wieder nach Hause fahren, dann duschen und so. Ja, wie gesagt, dann hatten wir halt 2 Wochen diesen Knastaufenthalt, sage ich mal, in Erfstadt. So, Gott sei Dank war da halt ein Garten und so. Wir haben dann halt immer so auch so Workouts gemacht. Also waren sehr vorbildlich, muss ich sagen. Also wir waren wirklich sehr, sehr vorbildlich. Da hat der Junge auch nochmal so irgendwie auch so Hunger entwickelt. Ja, ich meine, das war so eine lange Pause mit Bundesliga und dann ging Bundesliga wieder los. Und du warst halt, alle waren am Trainieren und du warst zu Hause. So, und du hattest schon wieder Bock, wieder anzugreifen und was weiß ich. So. Und diese 2 Wochen Quarantäne, wenn die vorbei wären, wäre das erste Bundesligaspiel. Ja. Das heißt, eigentlich, wenn er dann wieder rauskommt, ist das erste Spiel wieder. Ja. Weißt du, so 2-3 Tage vorher wäre er dann raus und dann war direkt das erste Spiel. Ja. Und dann haben wir so gesagt, so, weil, okay, du wohnst in Erfstadt kannte ihn jeder, also kannte jeder, ne, Iso, weil waren ja nicht viele FC-Profis, die dort gewohnt haben, ist halt so ein kleineres Dorf, sag ich mal, oder kleinere Stadt, wie man es auch nennen will. Und Iso war halt so der Einzige und das war dann überall in der Zeitung. Also überall war das in der Zeitung. So jeder wusste dann direkt so, Iso ist der Erste und Iso ist der das war und so. Und dann waren halt, das Handy war ja am Wimmeln, wie oft musstest du telefonieren?
gefühlt jeder hat sich angerufen, hat gesagt, ey, gute Besserung, bla bla. Ich weiß auch noch, einer, der mir noch im Kopf geblieben ist, ist der Drex, Dominik Drexler, der dich angerufen hat, direkt auch so von den Profis auch damals noch. Ja, das war interessant einfach. Jeder wollte wissen, so, jeder, genau. Wie ist das mit Corona Wie geht's dir und so? Aber so hat ihm so Mut zugesprochen, so, ne, weil ist klar, junger Spieler, so noch seine ersten Spiele und dann ist jetzt direkt Corona raus. Da macht man sich ja nochmal ganz andere Gedanken, ob man dann vielleicht überhaupt wieder reinkommt und so, ne. Aber Gott sei Dank war auch der FC dann so auch auf seiner Seite, hat auch viel Mut zugesprochen. Und dann haben wir halt immer trainiert morgens so, ne? Also nee, was heißt morgens immer? Wir haben eigentlich die Nacht zum Tag gemacht. Genau. Also es war wirklich so, der Tag hat bei uns so um 16 Uhr frühestens so begonnen. Bis dahin haben wir gepennt, aber wir sind so um 5 Uhr schlafen gegangen. Hm. Können wir das eigentlich erzählen? Ja, ne? Das wissen die eigentlich alle, ne? Dann sind wir eigentlich in der Nacht. Nein, das weiß keiner. Egal, nein. Aber dann haben wir uns halt immer so, ne, wir haben uns sehr, sehr fit gehalten. Und ich glaube, wir wurden sogar da noch fitter denn je, so, ne, da haben wir uns echt immer auch gepusht, weil überleg mal, du konntest immer zu zweit trainieren. Wir waren damals so, ne, was so diese Athletik und so anging, waren wir da noch auf demselben Niveau und dann konnten wir uns immer halt pushen und so. Und dann haben wir halt trainiert und ich sag mal so, ich glaube, nachdem er dann wieder gesund wurde, ich hatte dann immer noch kein Corona, also gar nichts, die Mutter auch nicht. Warst du nicht auf so einem Fitnessrückstand, weil das haben die dann auch gecheckt, als er dann zum Training zurückgekommen ist. Und dann meinten die so, Junge, was ist los mit dir so, ne? Weil er einfach fit war, so, obwohl er kein Training hatte. Ja. Also, ne, laut offiziellen Angaben hatte er kein Training, aber wir haben ja zu Hause im Garten, wie gesagt, viel gemacht, hat ein Fahrrad gestellt bekommen, haben da immer die Tour de France gemacht, die viele Leute kennen, die das Video jetzt gucken werden, so. Und uns anderweitig halt mit Fußball, Tennis und zwei Kontakten, wir haben uns abgeschossen da mit erste Kontakt, ich weiß noch, das war immer so. Und bei uns war auch immer so, wir haben immer so diesen, wie soll ich das nennen, so diesen, nicht Konkurrenzkampf, aber wenn wir so ein Spiel gegeneinander spielen, so, egal was für ein Spiel, so jeder von uns beiden will so, das ist so der Löwe, was uns so verbindet. Keiner will so akzeptieren, gegen den anderen so zu verlieren, egal was für ein Spiel. Mhm. Also, du bist ein sehr, sehr schlechter Verlierer. Ja. Sehr, 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 sehr schlechter Verlierer. Sehr, sehr schlechter Verlierer bin ich. Und dann, da sind wir uns so, was heißt, an die Haare gekommen, aber so, das war immer so. Dann habe ich schon zum Beispiel im Fußballtennis verloren, so, und dann haben wir das auch immer so. Du hast jedes Spiel verloren. Was redest du? Guck, jetzt fängt schon an. Was ist das denn schon wieder? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ich sag ehrlich, du hast öfters gewonnen als ich. Safe. Ich hatte 4 Monate kein Training zu der Zeit. Okay. Sonst hast du da keine Chance gegen mich. Aber. Also, was würdest du sagen, prozentual? 70-30. 70-30 für dich. Okay. Für dich, 100%. Ja, so. Ich lass einfach. Gebe ich zu. Das ist natürlich. Du musst jetzt sagen, lass mal. Egal, 70-30, so, habt ihr gehört. Und dann wurde halt diese, wir hatten trotzdem immer diese Wettbewerbsmentalität zu Hause auch, ne? Egal, was für ein Spiel wir dann gespielt haben, ob es dann FIFA sogar war, so, ne? Dann, das war halt wirklich so. Und dann gingen die 2 Wochen echt schneller um, als man gedacht hat, so, ne? Wir haben auch so eine Doku geführt, ne? Wie jeder so ein Tagebuch. Wo wir dann so geredet haben, so, ey, heute geht's uns gut und so. Ja? Aber irgendwann haben wir aufgehört, nach Tag 6 oder so. Yeah. Aber ernst gemacht oder so? Ja, das ist ja auch Spaß. Ja, wir haben das dann so unseren Kollegen geschickt, ja, so, weil jeder wollte ja wissen, wie das so ist. Ne. Weißt du, keiner war in Quarantäne vorher und wir waren die Ersten, die in Quarantäne waren. Weißt du? Und 2 Wochen bist du dann zu Hause, du kannst nicht raus, Einkäufe kannst du nicht machen, so nichts. Aber habt ihr euch danach geimpft oder musstet ihr euch impfen lassen? Das kam erst viel später. Das kam später, aber ich habe auch alle Impfungen durchgemacht. Ja. Du ja auch, du musstest es ja machen, ich auch. Und dann haben wir uns geimpft, da gab es auch nicht mehr so viele Probleme. Hattest du noch einmal Corona? Nein, ne? Keinmal mehr Corona gehabt. Ich ja sowieso nicht. Und ich muss sagen, so, wir haben das Beste aus der Quarantäne gemacht. 100%. So, und nach der Quarantäne war es dann halt so, dann haben wir halt immer noch zusammen gewohnt. Dann ging das noch, wie lange ging das dann noch? 1 bis, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall so 1,5 Jahre insgesamt war das dann so, wo wir dann miteinander gelebt haben. Und dann ging es ja wieder dann los mit der Bundesliga. Da konntest du aber nicht ins Stadion gehen. Es war ja dann so, dann mussten wir die Spiele von zu Hause aus gucken. Und war halt auch eine dumme Zeit so, ne? Du machst jetzt gerade so, fängst jetzt an, so richtig ins Profigeschäft zu kommen. Und keiner kommt ins Stadion. Und darüber kannst du ja ein bisschen erzählen. Vor allem mal, erzähl mal ein bisschen über deinen Werdegang. Genau, über deinen Werdegang, wie das dann so alles gekommen ist, weil das ist ja kein normaler Weg. Okay, also ich bin mit 12 zum FC gewechselt, bin dann alle Jugendmannschaften durchlaufen. Mhm. Ich habe
mich relativ früh immer wieder verletzt. Ich glaube, mit 14 hatte ich meinen ersten Knorpelschaden im Knie, weil ich fast ein halbes Jahr raus war. Wie gesagt, ich war immer klein, immer zierlich und so. Hab dann erst relativ spät so den Sprung gemacht, wo ich so groß wurde, schnell wurde. Hast du immer diese Position gespielt oder? Wo ich gekommen bin zum FC, war ich 10er, 6er, Stürmer, Linksaußen, alles. Aber ich bin relativ schnell auf Linksverteidiger gegangen, weil mein großer Bruder hat damals Linksverteidiger gespielt und irgendwie, du willst immer das machen, was der große Bruder macht. Ja. Und ich bin relativ schnell Linksverteidiger geworden. Und dann habe ich U19 erstes Jahr. Wenn ich fit war, sage ich mal so, war ich eigentlich immer Stammspieler. Ich war aber nie das große Talent oder was weiß ich, war nie Nationalspieler und ja, was weiß ich. Aber ich war immer gut, solide. Und dann U19, erstes Jahr, habe ich mir erstmal Wirbel gebrochen im Rücken. Zweites Jahr U19 wieder Wirbel gebrochen. Und drittes Jahr, erstes Jahr U21 auch wieder Wirbel gebrochen. Und dann war ich halt immer für 4-5 Monate raus. Jedes Mal? Ja, jedes Mal. Und das war halt so die schwierigste Zeit, sage ich jetzt mal, weil ich meine, das ist auch die Zeit, wo du so erwachsen wurdest. So, nee. Du hast gerade, das war die Phase mit Abitur, wo sage ich jetzt mal, Partys angefangen haben und was weiß ich. Und was hast du nebenbei normal Schule gemacht, oder? Ich habe ganz normal mein Abi geschrieben. Geschrieben? Ich habe Abi geschrieben, ich habe es nicht bestanden. Und das war auch zum Beispiel schwierig. So, dann, du hast dich oft verletzt, so keiner weiß, ob zu dem Zeitpunkt war nicht mal klar, ob ich überhaupt wieder Fußball spielen kann, wenn ich mir jedes Mal einen Wirbel breche. Und dann natürlich wollen deine Eltern, beziehungsweise meine Mom war eher die gesagt hat, ja, du wiederholst. Aber dann war die Phase so bei mir, so ich will jetzt einfach mal mich nur auf den Fußball konzentrieren. Zu dem Zeitpunkt halt U21 und will das einfach durchziehen, und wenn es dann nicht klappt, dann bin ich immer noch jung und kann immer noch Schule machen. Und dann war halt die Phase, wo ich bei den Profis überhaupt gar nicht so, ich durfte nie mittrainieren, ich kam nie zum Zuge oder so. Aber da übersprungst du noch eine wichtige Sache, da war ja auch noch die Phase, wo du ja fast weggegangen wärst, ne? Ja, genau. Die kommt ja noch. Genau, und damals habe ich halt als U19-Spieler habe ich schon U21 gespielt, und zwar André Pavlak. Und hast du zu dieser Zeit auch Nazio gespielt? Nein, das kam erst später. Profi. Ja. Und wie gesagt, unter André Pavlak habe ich U21 gespielt und da auch gut gespielt, so als U19-Spieler bei den Herren und so. Das lief echt gut, und dann war halt die Frage nach der Saison. Ich hätte halt zu Paderborn wechseln können, die zweite Bundesliga, die dann sogar aufgestiegen sind. Also hätte direkt von der vierten Liga in die Bundesliga wechseln können. Unter dem jetzigen FC-Trainer. Ja, unter Steffen Baumgart. War das damals. Und ich wollte es auch machen. Wir hatten die ganzen Gespräche geführt, so Verträge waren sozusagen auf dem Tisch. Und dann ist halt André Pavlak, zum Ende der Saison ist er für Markus Anfang, das war zweite Bundesliga damals, genau. Hat er übernommen für die letzten drei Spiele. Und da musst du auch wissen, dass, also ne, damit wir dazu kommen, der Markus Anfang war erster Platz in der zweiten Bundesliga, erster Platz, und da wurde er vom FC rausgeschmissen. Ja. Markus Anfang, schließt auch wieder so einen Kreis, ist jetzt der Trainer, der auch wegen Corona auch bei Werder Bremen rausgeflogen ist, weil er seinen Impfausweis gefälscht hat. Und ist dann rausgeflogen vom FC, obwohl er Platz 1 war mit dem FC. Also sie wären hundertprozentig aufgestiegen. Und dann, wie der Zufall es wollte, kannst du ja weiter dann erzählen. Ist dann dann ist André Pavlak halt Profitrainer geworden. Ja. Halt nur für den Rest der Saison eigentlich. Und dann für die neue Saison haben die dann relativ früh schon Achim Bayerlotzer geholt. Und André Pavlak wurde halt Co-Trainer. Und dann, dann habe ich halt mit denen sozusagen auch noch Gespräche geführt, weil André Pavlak war sozusagen mein Förderer zu dem Zeitpunkt, und hat halt gesagt so, Junge, bleib hier, du wirst mit uns trainieren, du wirst mit uns die Vorbereitung machen und dann wird man halt sehen. So. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich immer wollte, dass ich einfach nur meine Chance bei den Profis bekomme, einfach nur zeigen kann, wenn ich oben mit trainiere, dass ich
dass ich es mithalten kann, ja, dass ich das spielen kann. Und das ist das Einzige, was ich wollte immer. Und dann war halt die Frage, wechselst du und wirst halt als, du weißt, also ihr wisst, wie es ist, wenn man als Jugendspieler zu den Profis kommt, ist immer noch ein anderes Standing, ja, du wirst nie so richtig ernst genommen. Oder wechselst halt zu dann Bundesliga-Verein. Der, hattest du da schon Angebote? Ja, ich mit Paderborn war alles. Ah, okay. Ich hätte nur unterschreiben müssen. Ja. Und was waren die da schon? Was sind die? Von der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen, ja, damals. Ah, okay. Ja. Wie gesagt, unter Baumgart, der jetzige FC-Trainer. Ja. Genau. Und dann habe ich mich aber damals, ich war jung, mhm, und meine Familie war immer noch hier und Köln war mein Verein. Mhm. Habe ich gesagt, so nein, ich will es hier packen. So, ich will dieses Risiko eingehen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und bin halt geblieben mit einem Amateurvertrag. Also immer noch Spieler von der zweiten Mannschaft, aber ich durfte die Vorbereitung mit der ersten mitmachen. Mhm. Und dann habe ich die Vorbereitung nicht mit ins Trainingslager geflogen. Hab da ein paar Testspiele mitgemacht, trainiert und es lief auch richtig gut. Dann sind wir ins zweite Trainingslager geflogen und da habe ich mich wieder verletzt. Mhm. Da hatte ich einen Faserriss. Oder nee, ich hatte sogar einen Bündelriss. Ne. Ein Bündelriss hatte ich. Und dann war halt so auch wieder so ein Down, weil du bist bei den Profis, hast die Chance bekommen und dann verletzt du dich. Dann dachte ich, okay, jetzt wieder vorbei, ich gehe wieder zur zweiten, mach da meine Reha und dann, ja. Aber dann kam halt sozusagen Trainer und Sportdirektor damals zu mir und haben so gesagt, so, du hast richtig gut gemacht und so. Und mach dir keine Sorgen, so wenn du aus der Verletzung zurückkommst, bist du immer noch bei den Profis. Mhm. Dann bin ich zurückgekommen, einmal trainiert, Faserriss, wieder raus. Aber da, war das aber schon, dann bist war das du doch. Schon vor Schalke? Nein. Nein, ist noch von vorher, ne? Ah, ja, okay. Und zu dem Zeitpunkt war... Das vorher. Zu aber dem bei Faserriss bist du doch 2-3 Monate weg. Nein. Faserriss ist so 3-4 Wochen. Ja, 3-4 Wochen. Ja? Ja. Also Muskelfaserriss. Ja, ja. Bündelriss ist nochmal härter. Okay. Und dann... ich bin damals Noah Katterbach, wir sind beide so zu dem Zeitpunkt hochgekommen. Er war zwei Jahre jünger als ich. Mhm. Er war das größte FC-Talent, so Fritz Walter Medaille gewonnen. Zweimal. Und auch auf meiner Position. Und wir sind beide bei den Profis halt gewesen, haben beide bei den Profis trainiert und er war halt das große FC-Talent. Ich war vielleicht ein bisschen älter, vielleicht ein bisschen reifer schon, aber dann kam halt die Phase, ich war noch verletzt. Ich habe es aber dann gut gemacht, wo ich auch zurückgekommen bin. Mhm. Und dann ist Hector, glaube ich, ist Hector ausgefallen. Ja. Und ich war halt noch nicht fit. Und dann hat Noah Katterbach sein Debüt gemacht. Boah, das war, also vor mir. Das war eigentlich. Und eigentlich war ich derjenige, der halt nachrücken sollte nach Hector. Ja. Aber dann hat Noah halt vor mir sein Debüt gemacht. Mhm. Und der hat es gut gemacht. Hat es richtig gut gemacht. Richtig gut. Ja. Und dann war halt direkt Hype, nur Katterbach so. Und ich war halt sozusagen so, ja, im Schatten. Ich war ja zweimal noch bei den Profis, aber ich war... Wo spielt er jetzt? Ist jetzt gewechselt zu Hamburg. Hat bei Basel auch gespielt. Ja, ich habe gedacht, der Name sagt... Ja, er hat letztes Jahr bei Basel gespielt. Aber da noch zu, also das war... Diese Phase hört sich jetzt so ein bisschen lockerer an, als es ist so, ne? Als du es gesagt hast. Es war ja wirklich so, der kommt von Verletzung zu Verletzung zu Verletzung. Und dann kam ja diese Meldung mit... ja, dass Hector raus ist, das heißt, die Linksverteidigerposition ist frei. Und dann war Iso, also es war ja für uns dann so, boah, Alter, geil, du spielst nächste Woche. Du spielst, so gib weiter Gas, du spielst. Und ich weiß noch, das war an einem Freitag. Und da war ich glaube, in Düsseldorf oder so. Und dann rufst du mich an und sagst so, ey, wo bist du und so. So, weißt du, so, das war schon so um 9 oder so. Ich war essen in Düsseldorf, der sagt mir, wo bist du? Ja, ich komme jetzt auch, lass das Essen gehen und so. Ich denke mir so, hä? Wie, lass was essen gehen? Du hast doch übermorgen Spiel und so, weißt du? Ich sagte, ja, ich habe mich wieder verletzt. Ich dachte mir so, was? Du hast dich gerade wieder verletzt. Und es war in meinem Kopf ja schon safe, dass er nächstes Wochenende spielt. Ja. Weißt du? Und dann kam wieder so eine Verletzung. Und wie er schon gesagt hat der Katterbach das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und auch wirklich Hype bekommen. Ne? Und war halt nicht einfach dann in dieser Phase, muss ich sagen, so. Vor allem für einen Jungen, der dann, wie gesagt, schon, wie alt warst du da, als bis zu den Profis gekommen bist? War 20? 19. 19, ja. Mit Debüt habe ich mit 20 gemacht. 20, ja.
Und da war ja, also, du musst ja vorstellen. Noah war 18, ja. So das Talent. Du musst dir vorstellen, ich und Noah sind immer gut gewesen. Ja. Ne? Oder sind immer noch gut. Aber natürlich war da trotzdem so ein Konkurrenzkampf. Ja, so jeder von uns wollte diese Position haben, dieser Nachfolger von Hector sein. Ja. So. Ja, und dann, dann ging das halt weiter. Ich war wieder fit. Ich habe aber bei der zweiten Mannschaft gespielt dann immer. Und Noah am Wochenende in der Bundesliga. Und das war natürlich auch nicht einfach so. Ich durfte aber weiterhin bei den Profis trainieren, bin nur am Wochenende halt runtergegangen zu der zweiten und habe da gespielt. Und dann hat Noah sich aber verletzt. Und dann habe ich meine Chance bekommen. Und, gegen Hoffenheim. Aber das Lustige ist, hast du da überhaupt hinten links? Ja, hast du hinten links, ja. Wir haben Fünferkette gespielt, ich habe so Wingback gespielt. Ja, und dann habe ich Debüt gemacht gegen Hoffenheim. Und was war die Zeitspanne von seinem Debüt und von seiner Verletzung? Eigentlich gar nicht so lange. Vielleicht, ich würde sagen, einen Monat oder so. Ja, das war bei dein Debüt war so ungefähr so im September. Nicht, November. November, ja, November stimmt. Und bei ihm war es ja am Anfang der Saison relativ. Ja, also bei ihm war es so September, würde ich mal sagen. Ja, vielleicht, ja, August. Ja, August, September. Und da war ich in Halberstadt schon, ne? Mhm. Ja. Und dann war das so, dass er dann sozusagen auch sein Debüt gemacht hat. Ich hab ja dann im Osten gewohnt so. Wir haben uns zwar oft gehört, wir haben immer gezockt und so, diese Fortnite-Filme und so. Aber so, wir haben es halt nicht kommen sehen. Ich hab's halt so, ne, klar, so, du ja, denkst halt nicht mehr. Es kam wirklich von... Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Es war so, ich habe trainiert, Noah hat sich verletzt. Nächsten Tag, Trainer kommt zu mir. Achim Beilotte damals. Ja. So, bist du bereit? Wie hast du dich gefühlt? Ich habe mich wirklich pur gefreut. Pur. So, das war wirklich dieser Moment so, also ich war bereit, weil es war einerseits auch gut, ich bin aus der Verletzung zurückgekommen, habe in der zweiten Mannschaft so wieder gespielt, was halt wichtig ist, habe da Selbstvertrauen getankt und dann war ich wirklich hattest bereit du von meinem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, du spielst, hattest du da noch Training bis zum Spiel? Ja, ich glaube, nur noch Abschlusstraining. Ja. Aber hast du oder nein, der hat mir am Abschluss, letzter Tag vor Spiel. Wie bist du dann nach Hause gegangen? Hast du nicht Angst gehabt, dass du dich verletzt oder so? Ich weiß noch, ich bin Geisbockheim rausgefahren, hab Klettenberg geparkt, war nur am Telefonieren, hab meinen Vater angerufen, mein Vater war gerade in der Stadt, dann ist er mit der Bahn nach Klettenberg gekommen, ist zu mir ins Auto eingestiegen, wir haben geredet und so und dann musste ich Tickets kaufen für alle, meine ganzen Freunde, Familie und so, ich hab's direkt jedem gesagt so. Und das war Startelf dann, direkt? Ja, direkt Startelf. Und davor war ich. Aber dazu kommt noch zu dieser Geschichte, war das das letzte Spiel von dem? Ja, ja. Ja, okay, das kommt. Dann kommt noch dazu, dass das entscheidende Spiel für den Trainer. Das musst du anders erzählen, weil das Ding ist, ich habe das Startelf-Debüt gemacht und ich habe ein richtig gutes Bundesliga-Debüt gemacht, habe 90 Minuten gespielt, echt gut gespielt. Am Ende haben wir noch 2-1 verloren, glaube ich. So Last Minute Tor haben die noch gemacht. Und gegen so alle haben direkt über mich geredet, alle haben gesagt, was für ein krasses Debüt gemacht habe, was weiß ich. Aber wir haben das Spiel verloren und nach dem Spiel wird unser Trainer gefeuert. Das heißt, ich habe mein Bundesliga-Debüt gemacht unter dem Trainer, am nächsten Tag ist er gefeuert. Das heißt, du denkst dir, boah, fuck. Und du musst dir ja vorstellen, in dieser Zeit ist dieser André Pavlak, über den wir eben geredet haben, sein Co-Trainer. Ja. Und meistens ist es ja so, das Co-Trainer, dass der Co-Trainer auch weg ist. Ja, aber der hatte eine Rolle, der Pavlak, dass sie gesagt haben, der ist, egal welcher Trainer kommt, bleibt er im im Trainerstab. So, und dann macht er sein Debüt, also wirklich, sag ich ehrlich, super Debüt. Also wie er schon gesagt hat, jeder hat darüber geredet. Und dann hörst du einfach so die Faszien in der letzten, und die mussten unentschieden spielen, damit er bleibt. Der Trainer. Ja. Die kassieren, glaube ich, in der letzten Minute noch ein 2-1 gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim war in dem Jahr sehr gut, so, ne? Und er fliegt jetzt raus. Du denkst dir nur so, boah. Passiert jetzt? Und ich weiß so, wir haben da geredet, also wir haben telefoniert, wir haben gedacht so. Also es kann jetzt in jede Richtung gehen. Hört sich jetzt an, als wäre ich danach Todesunglück gewesen. Ich habe mein Debüt gemacht, ich war siebter Himmel. Ja. So. Aber du denkst dir dann so, boah, also ich denke so, und er war halt so glücklich, ich war natürlich auch glücklich. Aber da keine Option, dass dieser Co-Trainer dann Haupttrainer wird? Nee, die bestand nicht, weil er so wirklich klar gemacht wurde, er ist Co-Trainer sozusagen, weißt du? Ja. Und ich weiß noch, dann war der nächste Tag nach meinem Bundesliga-Debüt, habe ich auch das Training verschlafen. Ja. Das war auch so eine Sache, so, das war generell die Phase, ich hab gerade Schule aufgehört. So, hab nichts gemacht in meinem Leben, außer Fußball gespielt. Mhm. Das heißt, ich hatte keinen geregelten Tagesablauf mehr, so richtig. Ja. Ich hab mittags trainiert,
So, ihr hattet einmal am Tag Training? Ja, ja, du bist ganze Nacht wach, bist am Zocken, ja. Bis 3-4 Uhr wach, dann schläfst du aus, bis kurz vorm Training, fährst zum Training, ja, trainierst. Und dann nach meinem Bundesliga-Debüt, ich kenne es auch, wenn du das Handy an das Ladekabel steckst und es lädt nicht. Mhm. Das heißt, mein Handy ist in der Nacht ausgegangen. Und das heißt, ich habe keinen Anruf bekommen, mein Wecker hat nicht geklingelt. So, ich habe das, ich war lang wach. Na. Das heißt, ich habe das ganze Training verschlafen nach meinem Bundesliga-Debüt. Das heißt, alle dachten sich, okay, jetzt ist er durchgedreht. Ist durch, ja. So. Und jetzt kommt wieder dieser Unterschied zwischen uns beiden dann. Dann sagt er mir das, ich mecker den so an. Ich sag den so, Junge, hast du einen Schaden? Bist du krank? Und er sagt so, ja, was soll ich jetzt machen? Ja. So, damit du verstehst, so, weißt du, ich denke mir dann so, Alter, bist du krank? So? Und das, er sagt, das Gute ist, so, meine Mutter war nicht zu Hause, ich war alleine zu Hause. Ja. So, und die hat jemanden klingeln geschickt extra, der mich aufweckt. Ja. So. Und dann bin ich halt wach geworden. Ich gucke auf Handy aus, ich sehe keine Zeit, Uhrzeit, so. Und die klingen, sagen nur, ja, du wirst beim Training vermisst. Aber ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben. So, ich weiß gerade gar nicht, was abgeht. Das war einerseits gut, weil, kennst du, du guckst auf die Uhr und denkst so, boah, sure, fuck, ich bin 2 Stunden zu spät, aber ich wusste gar nicht, wie weit ich zu spät bin, so. Ja, dann bin ich einfach zum Training gebrettert und dann, wo ich reingekommen bin, sind gerade die Spieler vom Platz runtergekommen. Aber willst du mir sagen, du bist ins Auto eingestiegen und hast nicht einmal auf die Uhr geguckt? Nein, erst im Auto. Du siehst doch Uhr bei Auto. Erst im Auto habe ich Zeit gesehen. Und dann bist du mit 200 durch Köln. Oder dann bin ich halt dahin und dann bin ich angekommen und die haben gesagt, du musst direkt hoch zum Sportdirektor. Und was hat er gesagt? Ja, und ich war, das Ding ist halt, zu dem Zeitpunkt ist es mir nicht das erste Mal passiert, dass ich zu spät gekommen bin. Hm. Das war, und da war noch ein anderer Spieler, auch ein junger Spieler, der ist auch schon ein paar Mal zu spät gekommen. Und in Deutschland ist es ja unbeliebt. Sehr, sehr unbeliebt. Das ist eine Katastrophe. Hier, das ist eine Grundtugend. Da können wir gleich drüber reden, so, weil hier ist das nochmal so komplett anders. Diese französische und deutsche Mentalität ist so unterschiedlich. Ja. Und auf jeden Fall bin ich dann hoch. Und das Gute war, dass beim letzten Mal der andere, der zu spät gekommen ist, der auch so, dem auch sowas passiert ist, gelogen hat. Und ich bin halt hochgegangen, hab Hosen runtergelassen, hab gesagt so, ey, es tut mir leid, so, ich hab verschlafen. Nee. Mein Handy ist ausgegangen in der Nacht, so, es tut mir leid, aber ich hab verschlafen. Und dann war der echt korrekt und ich musste dann natürlich eine Strafe zahlen, die sehr, sehr hoch war für das Gehalt, was ich damals verdient habe. Kannst du sagen, wie hoch die Strafe war? Ich glaube, 3.000-4.000 Euro, aber ich habe nur 5.000 Euro verdient. Ja. So. Und ich weiß noch, dass wir das, weil ich hatte ja noch einen Amateurvertrag. Ja. Und ich weiß noch, dass ich dann mit meinem Berater hatte angerufen, so, ey, das geht nicht, er kann nicht so viel bezahlen. Dann durfte ich das in Raten abzahlen. Direkt ein Profi-Geschäft, direkt mit Schulden. Das Ding ist, so, da war das wirklich so, für die Leute, für die Zeugwart, für die älteren Spieler so, als hätte ich denen die Fresse gerotzt. Ja. So, das war für die so respektlos, dass ich da einfach... Aber die dachten halt auch, ja, der Junge hat jetzt Debüt gemacht, der muss jetzt nicht mehr pünktlich kommen. Du musst ja verstehen, so in Deutschland ist nochmal so ganz andere Mentalität. Ja. Wenn du ein junger Spieler bist, die älteren Spieler, die beharren darauf, dass die älter sind und sagen so, bleib mal jetzt auf dem Boden, so Junge. Weißt du? Egal, was du machst. Ich weiß noch, da, vor meinem Debüt, wir saßen, du bist ja immer im Hotel. Mhm. Und ich saß am Tisch, so mit ein paar Älteren. So, wir haben gegessen. Dann hat Raphael Zichos damals zu mir gesagt, so, du weißt, man sagt, das ist das erste von vielen Spielen oder das ist das erste und letzte. Direkt am Anfang. Das war im ersten Spiel. Vor dem Essen, vor dem Spiel hat er das zu mir gesagt. So, aber am Ende des Tages einfach unnormal korrekt, dann ziehst du auch so. Ja. Aber so, das ist so, in Deutschland ist es so unakzeptabel, dass du zu spät kommst, vor allem als jüngerer Spieler. Das ist immer noch diese Mentalität, du musst theoretisch jetzt, ne, Schuhe von den Älteren putzen, die Tore tragen, Bälle aufpumpen, du darfst dir gar nichts erlauben. So, wenn jemand dich anschreit, du darfst nicht reden, so. Das ändert sich jetzt immer mehr und mehr und das kapieren die älteren Spieler auch immer weniger und weniger. Weil die wollen es nicht akzeptieren, weil jetzt darfst du ja nicht vergessen, so, jetzt kommen 16-Jährige hoch und das sind manchmal sogar die Starspieler. Ja. So, weißt du, so, die schießen dann am Ende des Tages die Tore, womit die anderen dann ihr Geld verdienen, so. Mhm. So, und dadurch haben die halt eine andere Allüre, sag ich mal, die an den Tag bringen. Aber zu der Zeit war das halt unakzeptabel und der weil er dann zu spät gekommen ist. Aber man muss sagen, die haben den dann auch relativ schnell verziehen, so, ne? Ja.
Die haben die relativ schnell verziehen, weil er dann auch... Ich muss mich aber auch vor der, ja, also so ein Meeting, ich bin nach vorne gegangen, habe mich vor der ganzen Mannschaft entschuldigt, so, und dann... Wobei man auch sagen muss... Aber hättest du nicht einfach sagen können, so, ja, Unfall oder keine Ahnung, irgendwas? Ich war von vornherein ehrlich, so, aber es hat auch nichts gebracht, zu lügen. Ja. Ja. Am Ende ist halt... Ich war aber immer so, erstens, ich kann nicht lügen und zweitens so, das fickt dich im Endeffekt nur noch mehr. Ja, ist so. Aber das Gute ist auch bei ihm, er ist so kein Larifari-Fußballer, weißt du? Ja, aber schon krass, weil wenn ich überlege, würde ich jetzt genauso an dieser Situation, mein erster Gedanke wäre, was wäre die beste Ausrede? So, Digga, aber wenn guck mal, du musst dir vorstellen, diese Ausreden, das sind alles Menschen, die haben alle das schon mal erlebt. Alle. Und jeder weiß direkt, okay. Und wenn du so eine Ausrede auftischst, in so einer Situation, noch schlimmer dann. Dann weißt du genau, und du musst dir vorstellen, es ist der Tag, nachdem der Trainer gefeuert wurde. Ja. Das heißt, die Stimmung ist am Boden. So für den Verein, die müssen alles umstrukturieren und so. Mhm. Und jetzt kommst du mit das war Ausrede. Vielleicht auch mein Glück, es war kein Trainer da, der mich sozusagen bestrafen kann. Ja. Es war genau in der Phase zwischen Bayer Lorzer und ich glaube am nächsten Tag sogar ist Gister gekommen. Ja. Mhm. Er wusste es dann natürlich, die haben es ihm gesagt, aber er war noch nicht da. Also das heißt, ihn hat es jetzt nicht so wirklich interessiert. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann kam Gistol und man muss ehrlich sagen, so ich war, glaube ich, von vornherein so sein Sohn, weil er ist so ein Trainer, er steht halt komplett so auf Pressing, auf schnelle Spieler, so die richtig ackern, die viel laufen und dann hat er mich halt vorne links aufgestellt und ich glaube, seit ich bei ihm angefangen habe, habe ich kein einziges Spiel nicht von Anfang an gespielt. Er hat mich jedes Spiel spielen lassen und das Ding ist, er hat mich meistens nicht mal ausgewechselt. Ja. Also ich habe so, das war wirklich, und der war halt mit Andrei Pavlak, das heißt zwei Trainer, die mich richtig geliebt haben und das war halt so die zwei Menschen, die für mich am entscheidendsten waren für meine Karriere. Wobei es aber lustig war, weil ich sagen muss, dann habe ich dich ja gefragt, und wie ist der neue Trainer, so redet der viel mit dir und so, weil du merkst ja schon, wenn du so Liebling vom Trainer bist und so, dann redet der ja viel mit dir und so, alles so, ne? Der zeigt dir so, okay, das habe ich mit dir vor und so. Und dann weiß ich noch, habe ich dich ja gefragt, und redet ihr? Und so sagt er, ich habe mich einmal mit dem geredet, so. Ja. Und ich dachte so, boah, das ist kein gutes Zeichen, so dachte ich mir so in meinem Kopf, aber ich habe es nicht ausgesprochen, so, weißt du? Weil ich einfach gedacht habe, so komm, wer weiß, der redet vielleicht mit keinem. Und dann hat er so, er redet mit keinem und so. Momentan so, er macht erstmal noch so ein Bild. Ja, und dann hat der erste Spiel direkt gespielt wieder, unter Gisdol auch, vorne dann, ne? Wow, und dann Noah kam halt zurück, ja. Noah Katterbach. Ja. Das heißt, ich und Noah, ich habe vorne gespielt und Noah hinten dann. Ja. Ah, wir waren zwar beide Linksverteidiger, aber wir haben beide gespielt. Crazy. Ja, und das war halt so, ihm zugute, weil die dann diesen Pressing-Fußball gespielt haben, ne, athletisch und so war ja immer. Und dann kam es ja schon zu der Zeit, das war ja so wie so eine legendäre Phase, was die da hatten. Mhm. Muss ich dir vorstellen, Gisdol kam und die haben gefühlt, habt ihr auch verloren? Wir haben 10 Spiele in Folge nicht verloren. Ja. Mhm. Und also, da war er halt mittendrin. So wirklich so, der war fester Bestandteil. Mhm. Und dann kam ja schon irgendwann dein erstes Bundesliga-Tor gegen Eintracht Frankfurt. Daran erinnere ich mich auch noch, da war ich in Paris. Und dann hörst du. Diese? Nein. Da habe ich auch mal, man hat es nicht gesehen, ja, weil alle auf mich. Da hast du dein Trikot ausgezogen und da hat dein Vater doch zum ersten Mal dein Tattoo gesehen. Ja. Was? wie, erzähl von Anfang. Du hast einfach Tattoo gemacht und was war das für ein Tattoo? Erstmal, ich habe meinen linken Arm mit 17 schon voll gemacht. Meine Mutter ist halt relativ chillig, so. Die hat mich auch gelassen, aber mein Vater ist halt bei so welchen Sachen so eher strenger, weil mein Vater ist halt muslimisch auch. Ja. Und deswegen, ich habe mich eher nicht getraut, es ihm zu zeigen, als dass er mir vorher schon gesagt hat, weil er hat gar nicht an die Sachen gedacht, glaube ich. Ja. Ich habe mich nicht getraut, ihm so Tattoos zu zeigen, weißt du? Ja. Aber diesen immer, linken Arm hat er ja schon gesehen. Nein, hat er nicht gesehen. Immer wenn ich, meine Eltern waren getrennt. Ich habe gespielt immer mit Thermo. Extra wegen dem? Ja. Auch im Sommer? Ja. Ich habe immer mit Thermo gespielt. Und ich habe, immer wenn ich mit ihm war, habe ich auch langen Arm angezogen. Aber hast du nie so, keine Ahnung, mit ihm FaceTime oder so telefoniert und dann, er hat gesehen oder so? Nie? Nee. Man kann das nicht verstecken, glaube ich. Aber wie lange? Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel der Geburtstag, das war von meiner kleinen Schwester. Mit 17, das heißt, dein Debüt hast du mit 20 oder so gemacht, ne? Ja, der hat es nie gesehen. Hä? Nie gesehen.
Nie gesehen, 3 Jahre lang. Nie gesehen. Ja. Und er hat ja auch kein Instagram gehabt oder so. Das heißt, wenn ich da. Aber du hast ihn oft gesehen, so persönlich, oder? Ja, ja. Er war auch immer bei meinen Spielen. Das Spiel crazy. War er da. Und dann hast du bei diesem Tor hast du komplett ausgezogen, T-Shirt? Ja, und da hat er da hier dieses 374. Ja. Und das, was steht das? F-Shirt. F-Shirt. Postleitzahl. Ja, Postleitzahl. Ja. Also 5-0 ist so dieses Köln-Umgebung. Ja. 374 ist dann halt für Erfstadt. Mhm. Ja. Er ist halt so ein Tattoo für und ein paar meiner Jungs haben es auch gemacht. Hast du dir nichts dabei überlegt? Also hast du, wo du in das gemacht Moment hast? Ist dir alles scheißegal. Ja, war dir scheißegal? So, mein, mein Vater hat auch relativ cool reagiert. Er hat nur gesagt, mach nicht mehr. Ich glaube, es gibt doch keinen besseren Zeitpunkt, ein Tattoo zu zeigen, wenn du dein erstes Bundesliga-Tor schießt. Ich frage mich so, wo du das gemacht hast. Wann ist dir so aufgefallen, so, boah, jetzt sieht das? Eigentlich ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich war dann, ich glaube, so Doppelseite in Köln-Stadtanzeige. Erst dann, so Zeitung hat er gecheckt. Ja. Also nächste Tag oder wie? Ja. Oder ich weiß nicht, ob er es im Fernsehen gesehen hat. Und dann, wie hat er reagiert? Er war okay. Hat er die geschrieben, Mann gerufen? Im Endeffekt war okay, aber er hat halt gesagt so, ja, so, was ist das und so. Das Lustige ist, zu diesem Torjubel, danach wurde doch verboten, dass ihr T-Shirts auszieht. Ja. Beim FC, keiner durfte mit Trikots ausziehen. Ja, es war von vornherein Straf, wenn du so unnötige gelbe Karten kriegst und so. Ja. Das heißt, ich musste auch 500 Euro zahlen, glaube ich, für Trikots ausziehen. Aber in dem Moment. Ist der Preis, den du zahlen musst. Und ich hatte immer noch keinen Profivertrag. Das heißt, du warst immer noch mit dieser Jugendding. Ja, ja, ich war immer noch. Ich glaube, ich habe erst. Du hast immer noch deine Dinge abgezahlt. Ja, ja. Ich habe immer noch meine Strafen abgezahlt. Die kommen noch die anderen Zahlen dazu. Alle Ausgaben einfach. Und es gab halt immer so ein Board, wo alle Strafen dran standen. Nur du. Ich war immer. Nummer eins. Was gab es da für Strafen? So für was alles? Ja, zu spät kommen, Handy klingeln, in Kabine, gelbe Karten, rote Karten. Was war für rote Karte, Taui? Ich weiß gar nicht. War das nicht bei euch auch gehaltsabhängig? Aber gelbe Karten nur so unnötig wegen Meckern oder was weiß ich, so welche Sachen. Aber war das nicht auch gehaltsabhängig bei euch? Mm-mm. Nee? Es ist ja oft so, dass die in so Vereinen, dass das dann immer so, je nachdem, wie viel so du verdienst, prozentual dann. Nur ein Stand. Ja. Da muss ich zum Beispiel auch wieder zahlen. Ja. Bundesliga-Debüt zahlst du auch wieder. Bundesliga-Tor? Auch? Boah, weiß ich gar nicht. Nee, was ist das? Ja, normalerweise gibt es so, gibt bei manchen Vereinen so, du musst zahlen beim ersten Mal, wenn du Kapitän bist. Ja. Beim ersten Mal, wenn du ein Tor schießt. Also bezahlen, so Essen bezahlen? Nee, oder? Nein. Du zahlst Strafe. In die Mannschaftskasse. Und dann am Ende gehst du also die Strafe ist ja in die Mannschaftskasse, damit ihr dann Urlaub macht oder wo auch immer. Dann geht die eine Woche nach. Okay. So ein Brauch in Deutschland, dass du dann eine Woche nach Mallorca fliegst oder 3 Tage oder 4 Tage. So, und dann mit der ganzen Mannschaft. Und du zahlst halt die Strafe dann sozusagen für die Mannschaft so. Ja. So, also das ist nochmal so ein anderes Konzept, wie die das dann so sich das ausgedacht haben. So Parallelen, so jetzt hier in Frankreich gibt es halt sowas zum Beispiel gar nicht. Wie ist es hier? Also, wenn du zu spät kommst, was passiert? Bei uns kommt jeder zu spät. Jeder. Also manche Leute. Also kommen, wenn jetzt Training 9 Uhr beginnt. Wir haben 9 Uhr haben wir mal Treffen, jeden Tag. Und so die letzten kommen immer so um 9:30. Aber dann frühstückt ihr zuerst. Gehen frühstücken und so Physio, was weiß ich. Du hast halt 1,5 Stunden Zeit. Aber das gehört, das heißt, 9:30. Ne. In Deutschland, wenn 9 Uhr Treffen ist, ist 80% um 8:30 schon da. Ja. Und viele sind schon 1 Stunde vorher da. Hm. Das heißt, meine Mentalität, wo ich hingekommen bin, war eine ähnlich. 1 Stunde vor. Ja. Also nicht 1 Stunde, aber ich war sicher. Ich war immer, Viertelstunde, sowas. Ich war immer pünktlich. Aha. Und diese Strafen gab's zwar, aber niemanden juckt und keiner setzt sie um. So, wir hatten eine Zeit lang so ein Board, wo du drehen konntest, so, und dann diese Strafen wurden gelost sozusagen, aber es interessiert keinen. Und dann irgendwann passt du dich wieder an. So zum Beispiel jetzt, so, ich fahre immer so los, dass ich vielleicht gerade so pünktlich da bin, oder wenn ich mal irgendwie länger brauche zu Hause noch, dann komme ich auch ein paar Minuten zu spät, aber es interessiert keinen. So. Und wann beginnt dann das Training? Um 10? 10.30 Uhr eigentlich, aber es fängt immer später an. Also es ist auch so. Ganz andere Mentalität. Ganz, ganz anders. Also Deutsche sind halt immer, eine deutsche Mentalität ist Pünktlichkeit, Genauigkeit, Disziplin. Ja, und das ist, Franzosen sind ja ganz anders. Okay, wo Kovac noch da war, ja, stimmt, ja. Deutscher Trainer. War das noch so ein bisschen so. Ja. Aber er hat selbst gesagt, so,
er ist nicht mehr in Deutschland. Das heißt, er hat sich selbst auch ein bisschen angepasst an diese französische Mentalität. Und jetzt, wo der neue Trainer da ist, da kommt jeder, wann er will. Aber du musst ja auch verstehen, das sind ja wirklich andere Tugenden, die du beigebracht bekommst, seitdem du ein Kind bist. So, und das verstehen ja viele Leute in Deutschland nicht. Vor allem, wenn diese Franzosen dann nach Deutschland kommen oder diese Engländer. Ja. Und dann siehst du manche Spieler, die fallen extrem ab, wie in Deutschland. Ja. Manche blühen komplett auf. Aber das sind dann meistens die Spieler, wo die Vereine dann wissen, die ticken anders. Ja. Du kannst einen Franzosen oder einen Engländer nicht zu einem Deutschen machen. Ja. Weißt du, die brauchen dieses, ich komme, wann ich will. Die brauchen dieses, ich lach beim Training, so eine Lockerheit. So, das kannst du ja auch. Schuhe offen, Ohrringe anziehen, was weiß ich. So Sachen, so die in Deutschland nicht gehen. Ja. Wenn du in Deutschland die Schuhe offen hast. So, was meinst du mit Schuhe offen? Schnürsenkel. Ihr spielt mit Schnürsenkel offen. Also, wie viele bei uns in der Mannschaft so haben Schnürsenkel offen beim Training? Stellt dir das nicht? Kannst du ja damit die Schuhe nicht so kannst ja gemacht, so binden, so, dass die. Ah, das nur so ein bisschen. Ja. Okay. Weißt du, aber in Deutschland wäre ich so auf den Platz gekommen, die älteren Spieler, so auch Trainer, ich bin wieder reingeschickt. Das ist halt so dieses so, man sagt ja auf Französisch, sagt man laissez-faire, weißt du? Mhm. Das ist so eine, wie du dein Kind erziehst. Ist so, lass ihn erstmal so leben, lass ihn Fehler machen, locker, ruhig, gelassen. Leben und leben lassen. Leben und leben lassen. Ja. Das ist ja in Deutschland genau das Gegenteil. Ja. So, aber die versuchen das ja wirklich auch in Deutschland so durchzuziehen, so bei den meisten Spielern, und die kommen hier gar nicht klar. So, die kommen dann da an, die zahlen Strafen, dumm und dämlich, sind dann deswegen nicht im Kader, spielen dann die ganze Zeit nicht, werden dann von der Mannschaft gehasst, weil das wird dann so, guck mal, überleg mal, es gibt einen Spieler, super Beispiel, weißt du, wen ich meine? Emmanuel Dennis. Kommt zum FC von Brügge. Und das Lustige ist, der Trainer von ihm jetzt war sein Ex-Trainer, oder? Ja. Ja, von bei Brügge. Und das ist dieser Emmanuel Dennis, der hat damals gegen Real Madrid Doppelpack geschossen und Ronaldo-Jubel gemacht, falls ihr euch erinnert oder so. Ja. Und der kommt dann zum FC so als Top-Talent, also nicht Talent, so, aber jeder dachte so. So, das war schon so ein Transfer, wo jeder gedacht hat, so. Geisteskranker Transfer. Mhm. Und der kommt da an und ich sag dir, der war am Ende gar nicht mehr im Kader. Ja, die haben ihn einfach zurückgeschickt. Zurückgeschickt. So, ich glaube, drei, vier Wochen, bevor Saison vorbei war, haben die gesagt, so, du kannst gehen, wir brauchen dich nicht mehr. Und hör zu, danach geht er geht er zu Watford in die Premier League und schießt da Tore ohne Ende. Der hat Premier League zerrissen. Der hat beim FC, glaube ich, wie viel Tore hat er? Hat er ein Tor geschossen in der Bundesliga? DFB-Pokal. So. Der hat ein Tor geschossen im DFB-Pokal, gegen eine Zweitligamannschaft, glaube ich sogar. Ne? Das war da, wo du auch getroffen hast, ne? Gegen Regensburg. Kein anderes Tor, geht in die Premier League, nimmt die komplette Premier League auseinander. Und dann denkst du dir so, wie kann das jetzt sein? So, weißt du, das macht ja keinen Sinn. Wenn du in der Bundesliga nicht gut bist, dann bist du ja in der Premier League noch schlechter, so, ne? Also vom Standing der Liga, ja. Und der hat da wirklich alles auseinander. Wo spielt er jetzt überhaupt? Nottingham Forest. Der hatte zeitweise mehr Tore als Ronaldo und alles rumeinander. Also wie viele Tore hatte der? 14, 15, 16 in der Premier League? Ja, das Ding ist, Watford ist halt abgestiegen, aber trotzdem hat er irgendwie 12 Tore als Absteiger. Ja. So, überleg mal. Und das ist so, damit du so checkst, so wie diese Mentalität, so was für Unterschiede es da gibt. Ja. So. Weil er kommt halt bei uns, allererste Tag war er schon unten durch bei allen. Es war Winter, der kommt mit Schlappen. Juckt ja keinen. So bei uns. Mich hat es auch nicht interessiert. Mhm. Aber alle sagen, Alter, guck mal, der kommt mit Schlappen, Alter, was mit dem, was ist mit seinem Kopf los und so. Mhm. So. Aber es war bei Köln. Ja. Da kommt ja wieder auch das Gute, was man jetzt auch wieder so zeigen kann, wenn Iso damals so Videos gemacht hätte, am Anfang, mit dir jetzt zum Beispiel, zu der Zeit. Ja. Der stimmt, direkt, das war ja dann auch das Thema. Genau, das meine ich ja. Das ist genau die Sache, da war schon Profi, ne? Ja. Kurz, direkt danach. Da war ja genau also da, wo wir uns kennengelernt haben, das war so April 2020. Auf jeden Fall schon ein bisschen sonniger. Auf jeden Fall, wenn du da so ein Video rausbringst, wo du so ein bisschen so zeigst, so vom Lifestyle und so, bist du direkt unten durch. Direkt. Und das ist dann so auch, dass wenn der Kapitän dich dann hasst oder sie denkt, du hast einen Pfeil im Kopf, der geht dann zum Trainer und sagt, Junge, der ist noch nicht bereit so. Den kriegst du nicht hin. Und dann denkst du dir, hä, ich trainiere gut, ich bringe meine Leistung, aber irgendwas gibt's da jetzt, warum ich jetzt nicht mehr spiele. Das ist immer so, das Ding ist immer, was auf dem Platz passiert und dann, wenn du diese ganzen Sachen machst, so, du weißt noch damals diese Situation mit meinem Auto, mit den Jacken und so, wo die dann, wenn es halt nicht mehr gut läuft, wo die alles, was die früher gesagt haben, hey, cooles Auto, coole Jacken, coole Klamotten,
Wo die dann, aber wenn es nicht läuft, sagen die, ja, guck mal. Was macht der? So, das war bei mir genauso. Das war ja geisteskrank. Ich habe mein Debüt gemacht. Ich habe richtig gute erste Saison gespielt. So, wir haben diese Phase gehabt, wo wir 10 Spiele hintereinander gewonnen haben. Dann kam halt Corona. Und ich habe meinen Profivertrag unterschrieben. Und jeder weiß, so, das Erste, was du dir vielleicht von deinem ersten Profivertrag holst, ist, ich habe damals, jeder Bundesligaspieler hat sich ein Auto geleast. Ja, normal. So, das heißt, ich habe mir ein Auto geleast. So, ich habe mir eine E-Klasse damals geholt. So, komm damit zum Training als junger Spieler. Geiles Auto. Ich habe mir natürlich meine Klamotten geholt, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich war vorher auch so. Ja. So, das hat mich nicht verändert, dass ich auf einmal Geld verdient habe, sondern ich habe einfach nur das geholt, was ich mir vielleicht damals nicht kaufen konnte, aber ich war... Mit was für Autos kamen die älteren Spieler? So normale Autos oder auch so diese... Das Ding ist, beim FC musst du halt eigentlich mit dem Ford kommen. Wegen Vertrag. Ja, ich hatte auch einen Ford. Und aber wenn du mit deinem Privatauto kommst, musst du auf so einen Hinterparkplatz parken, sozusagen. Und ich bin halt immer mit meinem Mercedes gekommen. So, für aber das gab es keine Strafen? Viele. Nein. Du durftest nur nicht auf dem Hauptparkplatz parken. Ja, genau. Und außerhalb von Ford. Ja. Das haben fast alle gemacht. Ja. Fast alle sind mit ihren Privatautos gekommen. Aber trotzdem musst du verstehen, dass wenn du mit einem anderen Auto kommst, vor allem so Mercedes, knallige Farben und so, weißt du so, was heißt Mercedes jetzt, ob es Mercedes, Porsche, was auch immer sind diese Marken. So, wenn er jetzt mit einem VW gekommen wäre, so dann hätte es keinen interessiert. So. Ja. Aber wenn du so mit einem bisschen knalligeren Auto kommst, sagen wir jetzt mal, ne, Sportwagen, kommst du an, die denken sich, was will der denn, Alter? So, der ist gerade mal Profi geworden. Das war so, ich habe das Auto ganz neu. Der Trainer sieht das Auto und sagt, boah, geiles Auto und so. Und erzählt mir noch, was er für ein Auto fährt, was weiß ich und so. So, wir haben über Autos geredet, so richtig cool. So. Und dann lief es nicht gut. Dann hatte ich ein Gespräch mit ihm. Und wo er halt so gesagt hat, so, ja, warum ich nicht gut spiele. Und dann sagte er mir, ja, guck, du unterschreibst Profivertrag, das Erste, was du dir holst, ist ein neues Auto. Und dann in dem Moment denkst du, hey, vor ein paar Monaten ist das Auto noch gefeiert, aber jetzt ist das auf einmal ein Problem, was meine Leistung beeinträchtigt. Ja. Hat über die Klamotten geredet, die ich trage, als werden das die Sachen, die mich auf dem Platz ablenken oder vom Fußball ablenken. Das sind ja genau die Sachen, wie das jetzt Gegenteil. Auch zum Beispiel bei Emmanuel Dennis, was viele Leute nicht verstehen. Jeder Mensch ist anders. Ich hab heute noch ein Video gesehen von Iverson, wo auf TikTok, wo die gesagt haben, dass Iverson niemand war, so der, das soll jetzt nicht auf mich bezogen sein, aber der zum Beispiel nie gut trainiert hat, der immer Party gemacht hat, was weiß ich, aber immer seine 30 Punkte geworfen hat. Und dann ist er zum neuen Verein gewechselt und dann haben die den Anspruch gestellt, dass er halt sich nur auf den Sport konzentriert und diese ganzen Party, was weiß ich, dass er es sein lässt. Und dann wurde er schlecht. Und dann hat er wieder angefangen zu feiern und hat am nächsten Tag, also war bis 6 Uhr morgens feiern, hat am nächsten Tag 50 Punkte geworfen. So. Das und das ist halt so eine Sache, die viele nicht verstehen. Jeder Mensch ist anders und jeder braucht andere Sachen. Manche Leute müssen in dieser Blase bleiben, in dieser Fußballblase sich komplett fokussieren die ganze Zeit. Und andere Leute brauchen halt, müssen raus aus dieser Blase kommen, müssen halt viel mit Freunden machen, müssen raus essen gehen, was weiß ich. So. Und das ist so eine Sache, die viele einfach nicht so verstehen. Ja, und das ist ja auch das, was wir dann irgendwann so gecheckt haben irgendwann. Ne? Ja. Das war ja auch für uns, das ist ja sozusagen, wo dann dieser Unterschied war. So, ne? Ich war halt immer so deutlich disziplinierter, sage ich jetzt mal, nicht disziplinierter, muss ich sagen, weil diszipliniert ist ja auf jeden Fall auch immer gewesen. So, wenn es drauf ankam, war der ja immer da. Aber so, ich habe halt immer so mehr gemacht. Weißt du, ich bin öfters laufen gegangen. Ich war öfters im Kraftraum. So. Und Iso, wenn ich mir gesagt habe, Junge, lass mal jetzt laufen gehen, hat mir gesagt, so, Junge, so, hast du Schaden? So. Was für Läufe und so. Aber das Ding ist, er hatte trotzdem die Ausdauer. Deswegen zu dem Thema, er wurde nie ausgewechselt, ist, weil er auch nie in irgendeinen roten Bereich gekommen ist, weil seine Ausdauerwerte unfassbar waren oder sind. Der hat die meisten, in der Saison auch die meisten Bundesliga-Sprints mit Davis zusammen war das, ne? Irgendwie erster oder zweiter, eins von beiden. So, und der macht die meisten Sprints, hat irgendwie einen KMH-Wert von 36 knapp so gehabt, so. Und das hat dann aber nichts mit dem Laufen zu tun. Weißt du? Wenn wir laufen gegangen sind, ich sag dir ehrlich, zu der Zeit, so, ich konnte manchmal weglaufen, was Ausdauer anging, das wissen wir beide so. Natürlich schneller war er, aber wenn wir laufen gegangen sind über lange Strecken, so, ich war fitter als er, was jetzt die Kondition anging. Aber auf dem Feld,
Und das ist halt so der Unterschied, was viele nicht verstehen. Du kannst von Montag bis Freitag machen, was du willst. Du kannst der Beste im Training sein. Wenn du Samstag nicht auf den Platz bringst, bringt es dir gar nichts. Und er hat es irgendwann verstanden. Ich weiß nicht, wie er es verstanden hat. Also ich habe mich das echt lange gefragt, weil ich muss ja auch sagen, ich habe den immer versucht zu motivieren und so. Wirklich jedes Mal so, ey, komm jetzt, lass dies, lass das, lass das. Und der hat so dann so gesagt, so, ja, Bro, so. Nein, Mann. aber dann war der trotzdem Samstag da und so und hat dann immer seine Leistung abgerufen. So in der Zeit haben wir auch, wir haben ja auch lange in so, auch in einer Liga gespielt so. Und der war dann halt so immer 15.30 Uhr oder 14 Uhr Punkt war der da. Und er war kein Roboter und der braucht das dann halt auch, dass er diese bisschen so, ne, so mit Freunden rausgehen, hier ein bisschen essen gehen. Muss jetzt nicht immer irgendwie jetzt was sagen, dass man jetzt so ein Partybeast ist oder sowas auch immer, ne, aber dass man jetzt auch alleine rausgeht oder mit den Jungs zockt. So, das sind ja so einfach so Sachen, die dich dann ein bisschen ablenken, die ja auch nicht 100% professionell sind, weil du dann nicht um 21 Uhr schlafen gehst und um 7 Uhr aufstehst und nur Nudeln isst und so und Haferflocken, so. Hauptsache, du funktionierst am Samstag. Mhm. So, und das ist halt der Punkt, so, wo ich sagen muss, das ist auch so ein Punkt bei mir, so, ich bin ja komplett jemand, der, wenn ich nach Hause komme, meine Mutter wusste es auch zum Beispiel, wenn ich nach dem Spiel nach Hause gekommen bin, sie hat mich nicht mal gefragt, wie das Spiel war. Also du hast einfach keine Lust, über Fußball zu reden. Ich will einfach gar nicht über Fußball reden. Ja. So, und so, du weißt ja auch, wie ich bin, wenn zum Beispiel, wenn wir mit meinem Cousin sind oder so, der fängt dann am Tisch an, ganz über Fußball zu reden, so, dann höre ich gar nicht zu. Ja. So, ich hab, wenn ich außerhalb vom Fußball bin, habe ich meistens keine Lust, darüber zu reden. Guckst du aber Fußball? Pff, selten. Selten. Selten, ja. Das ist sogar, aber das ist eine Sache, wo wir echt gleich sind, Alter. Also so, egal. So Top-Spiele interessieren mich, aber so jetzt so. Da so einfach auf Forza oder so, was Spielstand ist. Ich glaube, in der französischen Liga habe ich vielleicht wirklich ein oder zwei Spiele in diesen anderthalb Jahren gesehen. Von anderen Mannschaften. Hm. Bundesliga schaue ich immer mal wieder, keine Ahnung, Topspiele, FC schaue ich immer, wenn ich kann. Hm. Premier League, Topspiele schaue ich manchmal und Champions League halt. Aber dass ich mich hinsetze, wer spielt heute oder was weiß ich, so, das interessiert mich gar nicht. War das schon immer so oder erst seitdem du so Profi? Immer, so. Immer. Ich weiß noch, es gab auch noch die Zeit, da habt ihr das iPad vom FC bekommen und dann mussten die immer nach dem Spiel so Spielanalysen machen, weißt du? Und dann haben wir uns immer so ausgetauscht, so wie das Spiel war. Da hat er mir so Szenen gezeigt, so ey, guck mal hier, bla bla. Und dann haben wir so darüber geredet so und es hat sich immer so auch so falsch angefühlt. Das Ding ist, wir haben dieses iPad bekommen damals, um Gegner zu analysieren. Mhm. Einerseits, dass wir unsere eigenen Szenen gucken können. Mhm. Das habe ich auch gemacht. So, das interessiert mich dann auch. Mhm. Aber zum Beispiel vor dem Spiel den Gegner anzugucken, meinen Gegenspieler mir anzugucken, so, das will ich eigentlich gar nicht. Mhm. So, mich interessiert nicht wirklich, wer vor mir steht, so. Weil, ob der dann Linksfuß ist oder Rechtsfuß, so meistens, ich weiß es gar nicht. Ich spiele einfach. Nee. So, natürlich wäre das vielleicht besser, aber ich glaube einfach, dass ich mir dann vor dem Spiel zu viele Gedanken mache. Stell mal vor, jetzt alleine, du machst jetzt so einen Kopf und guckst jetzt diese Analyse an. Und jetzt kann ich zum Beispiel über, das haben wir auch schon mal gesprochen, wo die gegen PSG gespielt haben. Und jetzt ist dein Gegenspieler Lionel Messi. So, jetzt guckst du dir die Stärken von Lionel Messi an. Ja? Hm. Du spielst das erste Mal gegen Lionel Messi. Was glaubst du, passiert mit dir? Du kannst gar nicht befreit spielen. Weil du weißt, egal was er ja macht, du brauchst ja nur seine Highlights anzugucken, der nimmt dich auseinander. So, und jetzt stell dir mal vor, du gehst so in ein Spiel. Du musst ja wirklich wissen, so, ja, okay, Messi so. Also jetzt, egal wie krass sich das anhört, so, ne? Aber man weiß ja trotzdem. Das sind immer die Spiele, wo ich am wenigsten aufgeregt bin, komischerweise. Ja. Diese richtig großen Spiele, auch damals, wenn wir mit Köln immer gegen Bayern Dortmund gespielt haben, so. Es waren immer die Spiele, wo ich gar keine Nervosität hatte. So, warum? Weil du nichts verlierst. Jeder geht davon aus, dass sie das Spiel verliert. So, besonders mit Köln damals gegen Dortmund, Bayern. Jeder geht davon aus. Das heißt, alles, was drüber hinausgeht, ist ein Plus. Hm. So, und mit der Einstellung musst du im Endeffekt. Aber warst du da auch so doppelt motiviert so? Das schon. Das du schon. Hast einfach Bock. So. Vor allem, ich glaube, bei dir war vor allem wegen Fans auch. Ja. So. Ja. Das ist ja so. Aber so zum Beispiel so, jetzt, du hast ein Pokalspiel gegen Zweitligisten. Hm. Das sind ekelhafte Spiele. Ne. Also, oder gegen Drittligist, Viertligist. Weil die können alle kicken. So selbst wenn du mit einer Bundesliga-Mannschaft gegen einen guten Viertligisten spielst,
die können alle Fußball, die spielen alle ihr Leben lang Fußball, haben wahrscheinlich alle in einem NLZ gespielt. Dieser Abstand ist wahrscheinlich gar nicht so groß, aber jeder von außen auf Papier so gut. Denkt so, Alter, okay, ist das ist eine Mannschaft mit 200 Millionen Marktwerten, die anderen haben 500.000. Ja. So. Wenn überhaupt. Aber dann spielst du gegen einen, der macht dir da drei Übersteiger, gibt den Beinen und außen schreien alle, oh. Ja. So, und die lachen dich aus so, wie kann der es schaffen? In und so einem Spiel hast du absolut nichts zu gewinnen. Ja. Und das sind eigentlich für mich jetzt da, wo ich gerade bin, sind die ekelhaftesten Spiele, weil du gehst da rein, kannst drei Vorlagen machen, keinen interessiert's. Mhm. Aber andererseits hast du alles zu verlieren. Ja. So, aber ja, gegen die großen Mannschaften dann hast du nichts zu verlieren. Und das so ist einfach nur geil. Du hast eine geile Atmosphäre, du hast geile Gegenspieler und du hast alles zu gewinnen. Das ist bei euch, wenn... Auch, nur dazu kurz. Selbe mit der WM. Ja, aber es ist ja genau das, ein sehr gutes Beispiel ist ja, wir haben ja damals gegen Bayern gespielt, das weißt du ja noch. Und wir waren fünfte Liga. Ja. Wir haben gegen Bayern München gespielt, die sind da aufgelaufen mit Alfonso Davis, Niklas Süle. Da war Nübel noch im Tor, da war Boateng, Douglas Costa, Thomas Müller, boah, ich weiß jetzt nicht mehr, Kimmich und keine Ahnung. Also es war wirklich wie so eine, sagen wir mal, eine abgeschwächte A-Elf. Weißt du, da waren trotzdem die Topspieler dabei. Mhm. Und wann ist das erste Tor gefallen? Keine Ahnung, in der 40. Minute, wir haben insgesamt 3-0 verloren. Und jetzt überleg mal, das ist ein Marktwert. Was hat Bayern für einen Marktwert? Ich glaube 600-700 Millionen. Und die spielen gegen uns, so fünfte Liga war das damals, also das, ne, das war jetzt in Düren. Und da verlieren wir gegen die 3-0. Weißt du, was das für Wellen geschlagen hat? Leute dachten, also für uns, das war, für den Verein Düren war das so, wie so, keine Ahnung, als hätten die gerade die Champions League gewonnen. Also ehrlich jetzt. Ja. Und für Bayern, ich weiß nur genau, nach diesem Spiel wie Boateng und so, die sich angeschrien haben in den Katakomben. Die haben gesagt, Junge, das ist peinlich und so. Die haben mich so angeschrien und dann war aber so auch für die so klar, da haben die in Interviews immer so gesagt, so, ist ja keine normale Oberligamannschaft und so, weil wir halt alle Spieler hatten, guck mal, du musst dir vorstellen, wir waren dann in diesem Kabinentrakt und so viele Spieler kannten sich, weil die schon in der Jugend alle gegeneinander gespielt haben, ob mit dem Leroy Sané dann bei Schalke der eine war, der andere mit dem beim FC mit dem gespielt hat und so, die kannten sich alle, weil und dann denkst du dir auch so, okay, der eine hat sich vielleicht für diesen Arbeitsweg oder Studiumweg entschieden und so, oder hat es dann in der U19 oder in den wichtigen Momenten dann nicht geschafft, aber sobald du auf dem Platz bist, ist 11 gegen 11. Die Qualität haben die meisten dann immer noch, so weißt du? Ja, normal. Und deswegen so, egal wie kirre du dich machst vor dem Spiel, wie du analysierst und so, es gibt manche Menschen, die brauchen das und es gibt manche Menschen, die brauchen das komplett gar nicht. Mhm. Deswegen finde ich auch so, dass viele Trainer auch sich mehr mit einem Spieler selber befassen müssten, anstatt mit der Mannschaft. Weißt du? So, das macht zum Beispiel so ein, wer das richtig, richtig gut macht, ist glaube ich so ein Jürgen Klopp. So, der versteht jeden seiner Spieler und deswegen siehst du auch immer, dass jeder seiner Spieler für den ackert. Weil der weiß zum Beispiel, ey, der ist so, der braucht das gar nicht. Oder der holt diese Spieler gar nicht, die den nicht verstehen. Weißt du? Und das ist, glaube ich, so im Fußball so nochmal ein bisschen anders, wo ich sagen würde, du hast da einen krasseren Punkt, um Leistungsfähigkeit zu provozieren, sage ich mal. Wie ist es dann bei euch, wenn ihr Spiele habt? Ja? Ja. Ey, Junge. Ich muss Pause machen. Kurz, geht kurz. Geht kurz. Wir lassen laufen. Einfach. Wir haben es doch vorher gesagt, Junge. Ich war vorher. Ich schwöre, ich habe mich konzentriert. Der Podcast würde jetzt noch über 1,5 Stunden gehen, weil wir über 3 Stunden gequatscht haben. Aber das können wir euch einfach nicht zumuten. Deswegen haben wir uns entschieden, 2 Teile draus zu machen. Der 2. Teil kommt auch schon in ein paar Tagen. Aber ihr könnt uns ja schon mal ein Like da lassen, ein Abo da lassen, kommentiert mit den Sachen, die euch gefallen haben oder nicht gefallen haben. Das ist uns sehr wichtig. Und in ein paar Tagen kommt auch schon der nächste Teil. Ich freue mich über den Support. Und ja, wir sehen uns. Fast vergessen, say less.